Die Spannungen im Nahen Osten sind nach der gezielten Tötung eines Hamas-Führers in Teheran und dem zuvor in Beirut getöteten Hisbollah-Chef weiter gestiegen. Sowohl der Iran als auch die Hamas drohen Israel mit Vergeltung. Irans oberster Führer Khamenei soll gar den Befehl erteilt haben, Israel direkt anzugreifen. Momentan, so scheint es zumindest, verhallen alle internationalen Aufrufe zur Mäßigung und Deeskalation ungehört. Der alte Mullah schäumt. Mitten in Teheran liquidiert vermutlich der Mossad seinen Top-Terroristen Haniyeh. Der Mann wurde von seinen Revolutionsgarden bewacht, die zweite Schmach. Laut New York Times soll Ayatollah Khamenei schon den Befehl für eine harte, direkte Reaktion auf Israel gegeben haben. Der israelische Premier wendet sich an seine Bevölkerung. Bürger Israels, vor uns liegen herausfordernde Tage. Seit dem Angriff in Beirut kommen Drohungen aus allen Richtungen. Wir sind auf jedes Szenario vorbereitet und werden jeder Bedrohung geeint und entschlossen entgegentreten. Israel wird für jede Aggression, egal aus welcher Richtung, einen sehr hohen Preis verlangen. In Teheran ziehen die wenigen Hardcore-Anhänger des Regimes durch die Straßen, fordern Rache für den Top-Terroristen Haniyeh. Diese Aufnahmen von X zeigen ihn beim Beten, nachdem er sich Bilder seiner Terrorbande anschaute. Nach iranischen Informationen soll eine Rakete Haniyeh direkt in seiner Wohnung getroffen haben. Der Endresult ist sehr präzise Anschläge und kaum sogenannte Kollateral. Erschienen. Ein solcher Einsatz wird wochenlang vorbereitet. Diese Terroristenmeister sind ständig unter Beobachtung. Der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad unterhält im Iran ein Agentennetzwerk. Führende Personen des iranischen Atomprogramms wurden getötet. Haniyehs Tötung ist wohl aber auch einer Nachlässigkeit zu verdanken. Ganz offensichtlich war aber auch der Hamas-Führer Haniyeh etwas sorglos, weil er sich wohl zu lange an einem Ort aufgehalten hat, den man dann auch aus der Luft gut angreifen konnte. Er hat wahrscheinlich nicht mit einem Luftangriff dieser Art gerechnet. In der Politik schrillen weltweit nun die Alarmglocken. Die ganze Region steht am Rande eines großen Krieges. Ich appelliere erneut an alle deutschen Staatsangehörigen in Libanon, auszureisen, solange das möglich ist. Krieg oder Friede? Die Entscheidung liegt letztlich in Teheran, ob es für den Tod dieses Terrorfürsten eine ganze Region in den Abgrund schicken will. Mir zugeschaltet ist Walter Posch, er ist Iranist und Islamwissenschaftler. Willkommen bei Welt, Herr Posch. Bislang hieß es ja immer, der Iran würde eine direkte Konfrontation mit Israel versuchen zu vermeiden. Gilt das auch, nachdem Israel in Teheran, in der Hauptstadt, Haniyeh zur Strecke gebracht hat? Ja, grüß Gott. Zunächst einmal prinzipiell gilt das noch, aber mit einer Einschränkung. Den Iranern ging es in erster Linie darum, nichts zu unternehmen, was einen amerikanischen Schlag gegen den Iran rechtfertigen würde. Das heißt also, die direkte Konfrontation zu scheuen, nicht unbedingt, weil es um Israel geht, sondern weil man die Amerikaner fürchtet. Und dann kommt noch ganz pragmatisch dazu, wir haben ja schon letzten April gesehen, wozu die Iraner in der Lage sind mit ihren Raketen aus dem Iran. Wie will Khamenei das noch toppen? Er kann also nur mehr weiter eskalieren oder diese Schmach einfach so hinnehmen. Und das ist das Problem in der Region. Schmach wird nicht hingenommen, da wird vergolten. Und das hat ja Khamenei auch klipp und klar gesagt. Es gibt ja wohl die Aussage, dass er zu einem direkten Einmarsch in Israel aufgerufen hat. Glauben Sie, dazu wird es kommen? Naja, soweit ich mich an den Wortlaut erinnere, hat er gesagt, dass es eine schwere und harte und energische Reaktion geben muss. Einmarsch in Israel. Dazu sind die Iraner nicht in der Lage. Und auch wenn Hisbollah als Miliz gut ausgebildet ist und sich sicher gut verteidigen kann, operative Fähigkeiten, die in irgendeiner Form den Israelis ähneln, haben die nicht. Also ich würde sagen, da ist schon sehr viel auch Propaganda dabei. Und es ist natürlich eine Schmach, mit der er länger leben muss. Vor allem, weil es ja das dritte Mal jetzt ist, dass
seine Revolutionsgarden, die für den Personenschutz zuständig sind, versorgen. Die Revolutionsgarden waren für den Personenschutz vom Präsidenten, der abgestürzt ist, zuständig. Und sie waren für die Sicherheit in Teheran zuständig, die Luftsicherheit im Jahr vor 2 Jahren, als sie eine zivile Maschine selber abgeschossen haben. Also da ächzt schon im Gebälk der Teheraner Luftwehr und der Revolutionsgarde. Herr Posch, und trotzdem hat man den Eindruck, trotz aller internationalen Aufrufe, die es gibt, trotz der Appelle der Amerikaner, und die sind möglicherweise sehr, sehr viel intensiver engagiert, auch zu vermitteln, als wir das tatsächlich zur Kenntnis bekommen. Trotz dieser internationalen Appelle setzt sich, ich sag mal, die Region, sowohl Netanyahu als auch die anderen, an die die Appelle auch gerichtet sind, über diese hinweg und spielen tatsächlich nicht nur mit dem Feuer und dem Feuerzeug, sondern mit Flächenbrand. Ja, aber der Flächenbrand ist ja schon längst da. Es ist weder der Bürgerkrieg in Syrien, noch der Bürgerkrieg in Jemen, noch Libyen, noch Libanon. Also diese Konflikte sind ja alle hier. Irak ist auch nicht wirklich stabil. Also man hat sich eingependelt auf ein sehr hohen volatilen Niveau, wo eigentlich alle jetzt mittlerweile ein Patt erreicht haben. Was jetzt natürlich den Konflikt verändern könnte, wäre, wenn der Iran massiv angreift. Und das würde eigentlich dem Lebenswerk Khameneis widersprechen, weil er ja 98, als die Iraner jeden Grund hatten, in Afghanistan einzumarschieren, nach dem Endszenario gefragt hat und dann den Angriff abgeblasen hat. Also er ist eigentlich nicht der, der dann auf große Abenteuer geht. Nur es ist halt jetzt eine sehr persönliche Sache bei ihm geworden. Haniyeh war auch ein persönlicher Freund. Und wenn er jetzt dann emotionalisiert, das könnte natürlich schon die große Konfrontation, die bis jetzt nicht stattgefunden hat, lostreten, nämlich Iran-Israel direkt. Das klingt auch Ihren Worten nach zu urteilen, zumindest kommt es so hier an, sehr hoffnungslos, dass kurzfristig, mittelfristig da irgendwie irgendetwas möglich wäre, die aktuelle Situation zu deeskalieren. Nein, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass es auf weiterhin hohem volatilen Niveau bleibt, dass die gebildete Mittelschicht weiterhin abwandern wird nach Europa oder sonst wohin und dass sich die Gesellschaft nach mittlerweile auch Drogen- und Kriegswirtschaft in nicht mehr ganz funktionierenden Staaten eingeführt haben. Und wir sehen ja auch ein bisschen die Erosion des iranischen Staates. Die sind überdehnt, die sind überall dabei und können eigentlich mit ihrer Machtprojektion nicht viel anfangen. Sie können auch nicht einmal mehr, wenn sie es auch überhaupt je gewollt hätten, irgendwas beitragen, dass es zwischen Israelis und Palästinensern Frieden geben könnte. Sagt Walter Posch. Herr Posch, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für das Gespräch. Danke, auf Wiedersehen.